Ja, grüß euch Leute, das ist jetzt der letzte Teil von Bauen mit Hebel. Wie wir schon gesagt haben, es kommt, also es ist auf dem Kanal jetzt nicht so, dass wir sagen, es kommt gut an. Deswegen habe ich gesagt, ich mache das Projekt dann noch fertig und so werden wir das jetzt noch fertig bauen und mit dem Projekt werden wir dann auch gleich abschließen und natürlich werde ich mich bemühen um was Neues. Und vielleicht kommt das nächste besser an als wie Minecraft bauen mit Devil. So, ich fange jetzt mit dem Bauen an, oder ich habe schon angefangen zum Bauen. Werde jetzt immer ein bisschen vorbauen und euch immer dann dazu holen. Ich habe bei dem Projekt, wie gesagt, bitte schaut immer, wenn ihr das Video anschaut, immer ein bisschen länger an, damit wirklich das genau nachbauen könnt. Wie gesagt, also ein die vorigen Teile. Es ist halt so, dass man so unschlüssig ist beim Bauen und immer wieder was neu macht und wieder abbaut. Deswegen sage ich immer wieder, schaut das Video an und dann könnt ihr es nachbauen. Jetzt im Moment baue ich mit Akazienholz. Und wenn das Projekt fertiggestellt ist, werden wir nur die ganzen Projekte kurz durchgehen bzw. anschauen. Und dann war es das mit Minecraft-Helden. Ah, Minecraft mit Bauen mit Devil Manuel. Ja, ich werde jetzt das rundherum mit dem schwarzen Glas über machen und sobald das fertig ist, will ich wieder dazu. So, wir haben rundherum die Fackeln gesetzt, dass das Haus ein bisschen außen beleuchtet ist. Innen haben wir die Scheiben gemacht. So ein schwarzes Glas, so muss man sagen. Und jetzt wollen wir noch die Quarzstufen rein. Somit ist dann das Erdgeschoss mit dem Dach überdeckt, kann man sagen. Ne? Ja, das ist unser kleiner Geheimgang gewesen.
Ja, das ist da, wo wir angefangen haben, gell, eigentlich. Das allererste war die Helligkeit dieser Seite ist sehr hoch. Ja, dann unsere kleine Brücke. Bootanlegeplatz. Ja, schaut, dass es das nicht so gut angekommen ist. Aber bevor es wieder einen weiteren Teil haben wird, können wir gerne da was machen oder fragen. Es gibt auch kein Thema zum Bauen. Aber jetzt ist es mal der allerletzte Teil. Da habe ich zum Schluss noch die Sachen nicht dran, was ich immer braucht habe für die Projekte. So könnt ihr es auch nochmal nachschauen. Und das habe ich auch bei jedem Projekt gemacht, was ich gebaut habe. Da habe ich immer die Sachen, was ich gebraucht habe für das Projekt, immer der nächste in der Truhe nicht dran. Ja, na so gut. Haben wir den unteren Geschoss auch gemacht, mit Fenstern oder mit Glas dazu gebaut. Und im Prinzip kann es noch weiter, aber wie gesagt, es kommt nicht gut an und somit ist es jetzt der letzte Teil vom Minecraft-Bauen mit Devil. Lasst gerne ein Like da, abonnieren sowieso nicht vergessen. Jetzt kommt dann die Campuszeit. Jetzt würde ich dann. Ist dann Fußball vorbei und jetzt kommt wieder die Campuszeit. Danke fürs Anschauen, danke fürs Liken, danke fürs Abonnieren. Ich wünsche euch was, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.